Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Crusaders of the Lost Idols. Ich bin gerade überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung, deswegen spiele ich auch überhaupt nicht die Weihnachtskampagne. Also ich spiele hauptsächlich nicht die Weihnachtskampagne, weil ich nicht genug Tokens für ein Freeplay habe, aber abgesehen davon bin ich auch gerade so überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung. Es ist gerade alles eher so, oh mein Gott. Ich muss noch so viel machen bis Weihnachten und dann ist Weihnachten und ich muss an Weihnachten so viel machen. Und dann ist zwischen den Feiertagen und ich muss zwischen den Feiertagen so unfassbar viel unter einen Hut kriegen. Und ich habe auf das meiste zwar Bock, aber es ist im Moment einfach so ein riesiges, okay, wie packe ich das zeitlich alles so hin, dass sich nichts überschneidet und ich möglichst alles machen kann, ohne dass mir am Ende irgendwie das Gehirn schmilzt. Mal gucken. Irgendwie kriege ich das schon hin. Irgendwie, keine Ahnung, ich gucke gerade mal so auf den Tisch hinter mich, beziehungsweise einfach hinter mich in mein Zimmer sehe. Ich muss dringend diesen gigantischen Berg Wäsche nicht waschen, das ist er in der Tat, aber mal zurück in den Schrank räumen. Ich muss noch alle Weihnachtsgeschenke verpacken. Ich muss theoretisch noch ganz viel Stuff aufnehmen. Also es geht so, das ist so. Ja. Ich muss noch ein Weihnachtsgeschenk fertig machen. Das ist in der Tat noch mit relativ viel Arbeit verbunden. Ich muss an Weihnachten irgendwie meine Familie, Freunde Nummer 1, Freunde Nummer 2, eventuell Freunde Nummer 3 unter einen Hut kriegen an den drei Feiertagen. Zudem muss ich 2 von 3 Feiertagen arbeiten. Wenn ich Pech habe, auch noch den dritten, dann stehen irgendwie, also den dritten dann eventuell nur kurzzeitig abends, das weiß ich noch nicht, mal gucken. Dann irgendwie zwischen den Feiertagen sind auch irgendwie schon wieder 4, 5 Sachen, auf die ich zwar prinzipiell alle Bock habe, aber wo ich halt zeitlich gucken muss, okay, wann mache ich das, wann mache ich das, wann mache ich das, wann mache ich das. Und eigentlich will ich halt auch sowohl an den Feiertagen als auch zwischen den Feiertagen total gerne streamen, aber ich weiß einfach noch nicht wann. Das Problem ist auch einfach, dass sich halt sämtliche Parteien im Moment nicht auskacken, wann irgendwas ist. So, ich kann halt im Moment überhaupt keine Planung machen, weil ich halt von, keine Ahnung, mindestens 4 Leuten auf Input warte, was jetzt zeitlich wann, wie, wo laufen soll. Ich weiß halt einfach nichts. So, es fuckt mich gerade so ein bisschen ab, so ein klein bisschen, aber prinzipiell ist das alles total okay. Ich habe zumindest bis auf das eine, was ich noch fertig machen muss, alle Geschenke zusammen, das finde ich eigentlich ganz okay. Ich muss nicht irgendwie am 23. noch total panisch los irgendwas machen oder irgendwas kaufen oder sonst irgendwie, es ist alles total gediegen, von daher. Es könnte schlimmer sein. Es könnte deutlich schlimmer sein. Abgesehen davon, Weihnachtskampagne kümmern wir uns mal kurz, oder Weihnachtsevent kümmern wir uns mal kurz um das Spiel. Zum einen habe ich weiß gar nicht, wie da in der letzten Folge der Stand war, aber das ist im Moment mein Gear für den Dark Helper. Rare Epic Ankommen, halt mir prinzipiell total egal, weil ich den Dark Helper eh nicht verwenden werde. Rudolf habe ich in der Tat mit dem letzten Freeplay endlich komplett bekommen. Der hat, Rare und jetzt noch ein Common-Item dazu. Yay. Ich habe echt überlegt, ob ich mir irgendwie Event-Jewel-Chests kaufe. Hab gedacht, ach komm, so $5 kannst du eigentlich mal machen. Und dann dachte ich mir, nee, für $5 kriegst du 3 Event-Jewel-Chests, bei denen nicht gesagt ist, dass du auch nur ein Item für Robo Rudolph bekommst, beziehungsweise wenn, ist nicht gesagt, dass es eine Verbesserung ist. Das kann halt auch irgendwie 2-mal das Ankommen LED-Ding sein und da hast du dann gar nichts von. Abgesehen davon ist leider das Golden Epic für Frosty mir nicht einen Cent wert, weil Frosty mir leider nicht einen Cent wert ist, denn auch wenn sie Frosty massiv aufgewertet haben, sitzt er einfach im gleichen Slot wie Talia und Littlefoot und Talia ist nach wie vor so mein Tank to go, also wenn ich irgendwie einen Tank brauche, dann Talia. Und wenn ich sonst einen vernünftigen Buffer in der Formation brauche, ist das Littlefoot, eben durch die Growing Up Ability und das möchte ich eigentlich auch nicht missen. Deswegen werde ich Frosty einfach nie einsetzen.
Gut, prinzipiell könnte man sagen, okay, wenn ich mit Cell am Level Cap bin, wäre Frosty immer noch ein bisschen später. Aber dann finde ich eher Robo Rudolph interessant oder alternativ Kiss, wenn ein Nerv von beiden irgendwie vernünftiges Equipment hätte, dass ich dann direkt auf den Slot rüber wechsle und den dann ans Level Cap ziehe. Aber ja, es ist so. Nein, und habe dann beschlossen, okay, ich meine, das Event läuft jetzt einfach noch eine Woche knapp. Das heißt, ich werde einfach noch eine Handvoll Freeplays machen. Und entweder kriege ich dann Gear oder nicht. Und dann ist es halt so. Und es ist mir dann leider auch wurscht. Also, wenn wenigstens das Golden Epic für Robo Rudolph gewesen wäre, was sie prinzipiell nicht machen können, weil es halt ein Tier 2 Crusader ist. Und das dann eben nicht allen Leuten was bringt, verstehe ich schon. Aber wenn sie dann wenigstens hätten sagen können, okay, du kannst halt einmalig wählen zwischen einem Golden Epic für Frosty oder für Robo Rudolph, dass du einfach beim Kauf von Jewel Chest sagen kannst, ne, ich möchte das oder das haben. Wenn du ein zweites Mal kaufst, kriegst du das zweite auf jeden Fall nicht mit dazu. So. Das ist dann total dein Problem. Also man muss sich dann schon ernsthaft entscheiden. Aber dann hätte ich halt gesagt, okay, Golden Epic für Rudolph hätte ich mir vielleicht noch überlegt. Aber so, nein, habe ich beschlossen, gebe ich einfach kein Geld dafür aus. Ist es nicht wert. Hab das Golden Epic für Santa letztes Jahr gekauft. Das muss reichen. Von daher bleibt das dabei. Und wir hoffen einfach, dass vor Sommer irgendwann das Crafting kommt. Oder auch nicht. Inzwischen weiß ich auch echt nicht mehr, ob ich Crafting haben will. Ist halt so. Ah, eigentlich wäre es nett, aber andererseits wäre es halt auch nur nett. Also, es wäre, glaube ich, schon nochmal so ein Motivationsschub irgendwie zu dem Zeitpunkt. So, boah, geil, Crafting, bam, was Neues im Spiel. Aber ich glaube, spätestens nach 10 Tagen wäre es halt so, ja, ist halt Crafting. Okay. Von daher. Keine Ahnung. Irgendwas wollte ich hier noch machen. Ach genau. Ich bin endlich so weit, endlich, dass ich Extra Training auf Maximum habe, Level 40. Das heißt, bis auf Scavenger, was mir jetzt nicht so wichtig ist, habe ich einfach mal den kompletten Utility Tree gemaxt. Und ich habe zwischenzeitlich auch noch Speedrunner komplett mit hochgezogen. Nicht, dass das wichtig gewesen wäre, aber es ging halt. Der hat halt nie so viel gekostet. Und jetzt bin ich so ein bisschen am Überlegen, was ich weitermache. Ich bin mir da wirklich noch unsicher. Also es wird sehr, sehr sicher auf dem Passive Tree rauslaufen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das alles irgendwie gleichmäßig hochziehen möchte oder ob ich da jetzt speziell eins erstmal maxe. Ich bin in der Tat am Überlegen, ob ich Sharing is Caring maxe. Erstmal, weil das nicht so massivst teuer ist. Das sind, lasst mich das mal kurz nachgucken. Oh Gott, so weiß. Hier ist der Moment, ich muss mal ganz kurz die Liste laden, nachgucken, wie teuer das noch ist. Das sind ja nur noch 6 Level, die aber, keine Ahnung, bestimmt nochmal so 30.000 Idols kosten oder so. Weil das reicht wahrscheinlich nicht mal. Wahrscheinlich eher 50.000. So, wo haben wir es denn? Ratter, ratter, ratter. Sharing is caring. Wo ist das denn in der Liste hier? Da, also es kostet insgesamt von 0 auf 14 43.000 nur. Okay, das geht sogar. Und auf Level 9 habe ich es ja schon. Das heißt, ich kann davon knapp 13. Okay, das heißt, es kostet zum Maxen jetzt nur noch 30.000 Idols. Das geht eigentlich. Das sind 10 Resets. Ja, ist das vielleicht erstmal eine Möglichkeit. Also es ist jetzt nicht unbedingt das, was mir den größten Schadensbonus bringen würde, aber einfach angesichts der Tatsache, dass ich schon ganz gern irgendwie auch in der Hoffnung, dass ich dann noch vernünftiges Equip für Robo Rudolph kriege, ihn vielleicht mal antesten würde als Nachfolger für Cell, sobald Cell am Cap ist. Hätte ich es halt schon ganz gern, dass der irgendwie die vollen EP von Nate und von Kiss mit übernimmt. Das fände ich schon sehr fluffig. Andererseits wären die anderen Sachen eben da auch okay. Also bringt halt alles Schadensbonus irgendwie. Könnte jetzt theoretisch auch Swap Day weiter leveln, aber für Swap Day ist das Equipment irgendwie noch nicht geil. Wenn ich jetzt irgendwie sämtliche Crusader da voll Epic hätte, würde ich sagen, ja geil. Nehme ich total.
aber das ist mir im Moment noch zu unwichtig. Gerade für den Rudolph-Slot, da habe ich eigentlich nur die drei epischen Items auf Nate und dann war es das auch schon wieder. Also das ist... Hallo, noch nicht so richtig. Das macht mich noch nicht so hundertprozentig glücklich, von daher... Wird es wahrscheinlich erstmal auf Sharing is Caring rauslaufen und dann auf die beiden. Wobei die irgendwie, ich glaube, von 0 auf 50 kosten die irgendwie 116.000 jeweils zu maxen. Also die zu maxen, auch wenn das nur noch jeweils 13 Level sind, das dauert eine Weile. Da habe ich dann wahrscheinlich locker 2 Monate dran zu beißen. Und Sharing is Caring kann ich wahrscheinlich irgendwie bis Ende des Jahres locker maxen. Von daher ist es vielleicht nicht unbedingt das Sinnvollste, aber es fühlt sich irgendwie ganz gut an, ein Talent auf Maximum zu haben. Abgesehen davon ist das mein aktueller Kistenstand. Krass, ich bin jetzt über 4000 Silver Chests. Das war irgendwie heute Morgen noch nicht der Fall. Aber okay. So sei es. Meinetwegen. Pff, total übertrieben. Nun ja. Wie viele Rubine habe ich? 8600. Da könnte ich mir nochmal 86 Jewel Chests kaufen. Was ich aber definitiv erst machen werde, wenn das Crafting kommt. Einfach aus dem Grund, dass nur gesetzt den Fall, also ich halte es für unwahrscheinlich, aber gesetzt den Fall, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt hier mit dem Crafting irgendwie so eine große Änderung, auch was den Drop aus den Kisten betrifft. Dass das leider nur so verarbeitet werden kann, dass die neuen Sachen, also sprich Rezepte und Crafting Materials, dass die nur aus Jewel Chest droppen, die jetzt neu gekauft oder gefunden werden, dann möchte ich eben die Möglichkeit haben, möglichst viele Jewel Chests noch zu kaufen. Und nicht die alle schon auf Halde zu haben für nichts. Also ganz ehrlich, ich halte es für unwahrscheinlich, dass es so kommen wird. Ich halte es für wirklich, wirklich, wirklich unwahrscheinlich. Aber man weiß eben nie. Von daher, ich lasse das erstmal so. Abgesehen davon hat es eventuell auch den Vorteil, dass sie vielleicht, ganz vielleicht, irgendwann, vielleicht mit dem Crafting dann, einfach einen Button einbauen, mit dem man mehrere Jewel Chests für Rubine gleichzeitig kaufen kann. Und dann muss ich jetzt eben nicht 86 mal klicken, sondern kann dann eben sagen, hier immer 10 auf einmal und Abfahrt. Das wäre ganz gut. Oder einfach Maximum und Abfahrt. Das wäre schon ganz nett. Abgesehen davon können wir ein kleines Unboxing machen. Ein wirklich kleines, sinnloses Unboxing, aber ich war gerade einkaufen. Und da ich einen Supermarkt immer total in der Nähe habe, kaufe ich meist immer irgendwie für so kleine Kleckerbeträge ein, weil ich halt wirklich nur so 2 Minuten Fußweg zum Supermarkt habe. Und da gehe ich dann eher so 4-mal die Woche, als dass ich einen großen Einkauf mache. Aber ich habe tatsächlich gerade mal, auch weil ich ganz viel Reinigungskram kaufen musste, das irgendwie vorhin beim Saubermachen alles leer gegangen ist, mal über 10 Euro Einkaufswert gehabt und habe fantastische Sammelsticker bekommen, nämlich Abenteuer, Tierwelt, Was ist was und Disney. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal auf. Nicht, dass das unfassbar spannend wäre, aber ich glaube, ich habe schon einen Foil-Sticker. Ich ziehe das hier mal raus. Dann haben wir... Ach, ich habe in der Tat einen Foil-Sticker. Ich weiß nicht, ob der immer glänzt oder ob man immer einen glänzenden dabei hat. Ich bin mir auch nicht sicher, was es ist, abgesehen von extrem hässlich. Ist das ein Seeigel? Ist das so ein Pufferfisch? Also so wie heißen die denn? Die heißen doch nicht Pufferfisch im Deutschen. Die Dinger, die sich so aufwiegen, wie heißen die denn im Deutschen? Verdammt, ich bin das total aus Stardew Valley gewohnt, dass die einfach Pufferfisch heißen. Wie heißen die denn? Naja, auf jeden Fall. In shiny, shiny. Naja, Magic Foil Karten sind da mehr shiny, aber... Oh mein Gott. Dann habe ich hier die obere Hälfte von Nicht-Elsa. Ich habe leider vergessen, wie sie heißt. Steht das hinten drauf? Ne, es steht nicht hinten drauf. Aber halt aus Frozen, die nicht Elsa ist. Ich habe Frozen leider nur einmal gesehen. Dann habe ich hier
einen sehr unfarbenfrohen Pinguin. Ich schätze, es ist ein Pinguin. Kann aber auch irgendein anderer Tauchvogel sein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber allein von der Farbgebung her würde ich behaupten, ist es ein Pinguin. Dann natürlich einfach, um das Internet glücklich zu machen, random Katzensticker. Warum auch immer. Ganz wichtig. Und das hier. Ich glaube, dass ich mache davon einfach einen Screenshot und platziere das dann einfach statt meiner Facecam einfach permanent hier. Das finde ich ganz gut. Okay, das war spannend. Jetzt bin ich traurig, dass ich kein Sammelalbum habe. Ich sollte rausfinden, ob auf der Arbeit irgendwer oder irgendwer regelmäßig beim Rewe einkauft und ihm permanent dieses Sticker abziehen. Dann hole ich mir auch noch für 1 € das Sammelalbum oder was weiß ich, wie teuer das ist. Finde ich super. Prinzipiell hätte ich mal wieder total Bock auf so ein Panini-Sammelalbum. Also so ein richtiges. Nicht kaufe für 10 € ein und kriege ein Stickerpäckchen, sondern kaufe direkt die Stickerpäckchen. Aber da versenkt man wieder so unfassbar viel Geld drin und das kann ich im Moment einfach so viel sinnvoller ausgeben. Also, selbst wenn ich es halt nur für Scheiß ausgebe, kann ich es halt für sinnvolleren Scheiß ausgeben. Das ist so der Punkt. Also ein Sticker-Album. Aber ist prinzipiell schon, so ein Sticker-Sammelalbum ist schon weit vorne irgendwie. Ist wieder so ein klein bisschen, oh Gott, ich bin wieder 10. Hat schon was. Finde ich ein bisschen gut. Mal gucken. Also wahrscheinlich wird es nicht passieren, aber. In der Tat haben mich Kollegen neulich gefragt, ob ich Bock habe. In der Tat haben die mich erst gestern gefragt, glaube ich, ob ich Lust habe, mit fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind, da Sticker-Album zu kaufen und Sticker zu traden. Aber da habe ich mir da erstmal gedacht, so, ah, nee, komm. Wobei ich da ja fast versucht bin. Ach nee, keine Ahnung. Müsste mal nachgucken, aber die Sticker-Packs kosten bestimmt auch schon 1 € oder so, oder? Ich weiß es nicht. Lass mich mal ganz kurz. Ich schaue das mal eben nach, das interessiert mich jetzt mal. Hört mal ganz kurz die Tastatur klappern. Ja, da komme ich direkt auf die richtige Seite. Man muss nur wissen, wonach man suchen muss. Das Album kostet 2,90 €, Tüte mit 5 Stickern 70 Cent. Wie viele gehen da rein? 240 durch 5 sind das 8. Nee, das sind nicht 80. Das sind nicht ganz 80. Das sind 40, das sind 45. Also man braucht. Also natürlich kriegt man halt ultra viel irgendwie doppelt. 45 mal 5 sind 240, ne? Nein, 45 mal. Nein, stimmt gar nicht. 48, Entschuldigung, es ist spät am Abend. 48, also brauche ich mindestens 48 packen. 48 mal 0,7. Oh Gott, das kann ich gerade nicht mehr im Kopf rechnen. Ach, scheiße, warum? Warum habe ich denn einen Hotkey für den Taschenrechner, wenn der nicht irgendwie. Okay, das wären mit Stickeralbum dann irgendwie. Keine Ahnung, sagen wir mal grob aufgerundet 40 €. Das ist mir, glaube ich, gerade wirklich nicht wert, abgesehen davon, dass man ja natürlich unfassbar viel Kram doppelt kriegt. Natürlich hast du tauschte dann und so. Aber man kann natürlich auch direkt Multipacks oder Blister kaufen. Da spart man dann noch mit bei. Suche erstmal, wo ich das hier in der Umgebung überhaupt kaufen kann. So, da kann ich einfach, geil, da kann ich einfach die Postleitzahl eingeben. Wie gut ist das denn? So. Können die hier bitte irgendwie diese riesigen Werbescheißanzeige über der Map wegnehmen? Nein, ich sitze nicht in South Memphis. South Memphis, danke. Ah, okay. Das kommt schon wieder hin. Moment, wo ist denn da ein Laden?
What? Ach, da ist das. Holy shit, nee, das ist ja am Arsch der Welt. Das bringt mir überhaupt nichts. Da lade ich nicht extra hin. Kann doch nicht sein. Ist das der einzige Händler hier in der Stadt? Ist das der... So, vielleicht müsste ich nochmal Panini... Fan... Ach, wirklich... Kann man die scheiß Dinger nicht an jedem Kiosk kaufen irgendwie? Kann hier irgendwie ganz viele FIFA-Packs auswählen, aber ich will keine Fußball-Sammelbilder. Abgesehen davon ist das nach... Ey, es gibt... Okay, da muss ich die echt online kaufen, wa? Wie assi wäre das denn, bitte? Das hat dann aber schon irgendwie nicht so das Feeling. Aber ich kann sie in der Tat online kaufen, okay, das macht vieles einfacher. Was gibt's denn da noch so? Feuerwehrmann Sam. Alter, ohne Witz, Feuerwehrmann Sam, ne? Es mag ja für kleine Kinder irgendwie total fantastisch sein, aber bei uns im Foyer eiert die ganze Zeit der Trailer dazu durch. Und holy shit, ist das scheiße animiert! Warum muss es da einen Kinofilm zu geben? Das sieht so beschissen aus. Es ist einfach so schlecht. Ich meine, klar, da steckt natürlich nicht unfassbar viel Geld hinter. Vollkommen verständlich, dass da nicht irgendwie ein High-Quality DreamWorks oder Pixar-Animationsfilm bei rumkommt. Aber selbst für eine Fernsehserie sieht das scheiße aus. Boah. Holy fuck. So, was gibt's hier noch so? Dinosaurier wie ich? Das ist doch auch wieder irgendeine... Basiert das auf irgendeiner Fernsehserie? Dinosaurier wie ich? Also wenn es nur Dinosaurier wäre, okay, aber Dinosaurier wie ich? Das klingt so nach... Ich weiß nicht, nach irgendeiner schlechten RTL-Serie. Was haben wir hier noch so? Dragons? Ist Dragons irgendwie... Ach, okay, ja, für Dragons ist in der Tat einfach... Die Kurzbezeichnung für How to Train Your Dragon, also Drachenzähmen leicht gemacht. Oder trifft das auf noch mehr Drachen zu? Aber weil im Moment sehe ich hier auf allen Stickertüten nur ohne Zahn drauf. Ich kann euch das auch einfach mal kurz ins Bild halten. Ist vielleicht nicht ganz so assi, wenn ich das hier alles offscreen mache. So, ziehen wir das mal gerade ein bisschen größer. Das ist, da bin ich gerade so ein bisschen am Durchgucken. Ich hätte natürlich auch ein bisschen Bock auf Vaiana. Vaiana bringt mich gerade noch auf eine Geschichte. Aber es ist halt auch einfach alles ultra teuer. Es ist halt einfach so eine... Das ist halt so eine Sache, da steckst du halt dein Geld rein, um dann am Ende, nach einem halben Jahr, dieses Stickeralbum irgendwo vollstauben oder in den... vollstauben zu lassen oder in den Müll zu werfen. Das hebst du halt... Das ist halt nichts, was du mit nostalgischem Wert irgendwie aufheben würdest. Das ist es halt so. Andererseits gibt man auch sonst gar... Keine Ahnung. Mal gucken. Aber apropos Vaiana, ich habe mich ja... Ich weiß nicht, ob ich mich hier in der Crusaders-Folge drüber lustig gemacht habe, aufgeregt habe, dass Vaiana in Deutschland Vaiana heißt, wobei er halt so gefühlt überall anders in... also zumindest... außerhalb von Europa Moana heißt. Ich habe herausgefunden, warum. Denn es ist in der Tat so, dass nach deutschem, frag mich gerade nicht, Gesetz, keine zwei Filme den gleichen Titel haben, solange es nicht irgendwie Remake von einem Film ist oder so. Aber wenn es halt, sondern wenn es halt zwei, ja, schon thematisch unterschiedliche Filme sind, dann dürfen die eben nicht den exakt gleichen Titel haben. Und es gibt in der Tat schon einen Film in Deutschland, der Moana heißt. Und das Lustige an der Sache ist, dass das ein Biopic ist, also ja, eine filmische Darstellung des Lebens einer Person eben oder der wichtigen Episoden im Leben einer bekannten Person. Und zwar, ich hab den Nachnamen gerade vergessen, aber diese Person heißt in der Tat mit Vornamen Moana und ist eine italienische Pornodarstellerin, / gewesen. Ich habe keine Ahnung, ob die noch lebt, ehrlich gesagt. Aber ja, es ist halt eine biografische Doku über eine Pornodarstellerin.
Und damit haben die nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien und in ein paar anderen europäischen Ländern wohl dann das Problem gehabt, dass sie den Film nicht Moana nennen konnten, aus rechtlichen Gründen. Finde ich ein bisschen super. Ich irgendwie vor 2, 3 Tagen herausgefunden habe, ich sie sehr gefeiert. Habe ich wirklich sehr gefeiert. Ach ja. Aber was mir gerade einfällt, hier mit den Rewe-Sammelstickern. Ich habe doch irgendwo. Den hatte ich damals, also so lange ist das gar nicht her, als ich noch zur Berufsschule ging, braucht man ja immer so einen schäbigen Taschenrechner. Und ich habe da schon Sticker draufgeklebt. Ich mag ein bisschen das Glitzer-Einhorn. Und nicht, dass ich den Taschenrechner jetzt noch viel brauchen würde. Aber wenn ich die Sticker schon mal habe, kann da auf jeden Fall noch ein bisschen was drauf. Da geht auf jeden Fall noch was. Aber wo drauf? Ohne dass ich was Sinnvolles überklebe. Ich kann unmöglich Perry das Schnabeltier überkleben. Das könnte gehen. So, jetzt sieht man Sully, aber nicht mehr. Das ist alles nicht so einfach. Leute, das ist nicht einfach. Ich kann auch das Einhorn nicht überkleben. Vor allem, Entschuldigung, ich muss einmal ganz kurz den Browser aufrufen. Achso, der ploppt ausnahmsweise mal nicht übers Spiel. Ich muss jetzt mal. In dem Moment, wo ich das Wörterbuch aufmache, fällt es mir ein, Kugelfisch. Im Deutschen heißen die Kugelfisch, nicht Pufferfisch. Ja, den Pufferfisch muss ich da eigentlich schon noch irgendwo. Wobei, da finde ich vielleicht auch noch irgendwie was, wo ich den eher hinkleben kann. Nicht unbedingt auf den Taschenrechner. Weil den Taschenrechner benutze ich jetzt halt noch so 0 Mal im Jahr. Den habe ich halt echt für die Berufsschule. Den habe ich ohne Witz seit meiner Schulzeit. Also der lag halt so, keine Ahnung, 8 Jahre irgendwo in der Ecke, nachdem ich meinen Schulabschluss gemacht habe. Dann habe ich ihn für die Berufsschule wieder rausgekramt und seitdem ich mit der Berufsschule durch bin, er staubt da halt wieder voll. Weil ohne Witz, außer in der Schule, selbst in der Uni habe ich, na doch, ich habe ihn wahrscheinlich zwischendurch in der Uni benutzt. Vermutlich. Ja, vermutlich. Aber abgesehen von irgendwie Schule und Studium braucht kein Mensch einen Taschenrechner. Auf der Arbeit braucht hin und wieder, aber wirklich selten. Wirklich, wirklich selten, weil dann sitze ich eh an irgendeinem Rechner und nutze entweder den Rechner, also die Software am PC, einfach den Standard Windows-Taschenrechner, oder ich hänge halt eh in Excel und mache es dann eben kurz in Excel fertig. So. Also irgendwie. Und sonst hat man eben inzwischen auch einfach Handys, die das sehr gut können. Zumindest so die grundlegenden Funktionen. Jetzt nicht unbedingt, wobei man sich wahrscheinlich auch eine kostenlose Taschenrechner-App irgendwie installieren kann. Mit allen wissenschaftlichen Funktionen, die man da noch braucht. Mit irgendwie, wenn man mal die 17. Wurzel aus 3498 ziehen muss. So, für den Fall. Ne? Aber so, kein Mensch, wenn er ein Handy oder einen Computer zur Verfügung hat, benutzt noch Taschenrechner. In den seltensten Fällen. Also an vielleicht noch irgendwie so Kassenarbeitsplätzen, ganz hin und wieder. Aber auch da eher selten, glaube ich. Also vielleicht, wenn man irgendwie händisch eine Quittung ausstellen muss und da dann eben per Hand auch die Mehrwertsteuer ausrechnen muss. So 7 bzw. 19% rechnet man nicht, also je nachdem wie krumm der Wert ist, rechnet man das nicht unbedingt mal eben im Kopf. Von daher, aber sonst gibt es noch irgendwie sonst Berufe oder sonst irgendwas, wo man standardmäßig mit dem Taschenrechner rumrennt? So im täglichen Gebrauch? Da gibt's bestimmt irgendwie, aber fällt mir gerade nicht ein. Oh Gott, was mich dran erinnert. Das ist ewig her. Das ist wirklich, frag mich nicht wie lange her, locker mein halbes Leben. Also ungefähr 100 Jahre. Da war ich irgendwo bei irgendeiner Schließung von irgendeinem kleinen Kram-Gedönsladen, die so Deko und Kleinscheiß, das war nicht so unbedingt so ein 1-Euro-Shop,
Aber sowas in die Richtung. Also schon ein bisschen hochwertiger, aber nicht viel. Die hatten halt so unfassbar viel Kleinscheiß und ich dachte mir, okay, die machen den Laden halt dicht und hauen halt alles mit Rabatt raus. Guckst du halt mal durch, ob du nicht irgendeinen Scheiß kaufst, so für 1, 2 Euro. Das können damals sogar sehr gut noch Mark gewesen sein. Ich bin mir nicht sicher. Es ist echt lange her. Keine Ahnung, warum ich gerade jetzt darauf komme. Aber auf jeden Fall hatten die da halt noch so eine alte Registrierkasse. Und die konnte halt nichts Spektakuläres. Die hatte kein Display, da konntest du halt nur eintippen und da kam halt so ein bedruckter Papierzettel raus. Ne? Also es war, die konnte vielleicht noch irgendwie aufaddieren, aber so irgendwie Prozente rechnen konnte die nicht. So, die haben, frag mich nicht, wie viel Prozent die gegeben haben auf alles, aber irgendwie einen relativ glatten Wert. Also lass es irgendwie 30% auf alles gewesen sein. Oder vielleicht auch 40, keine Ahnung. Aber also auch wirklich nicht irgendwie bis zu 40, sondern auf jedes beschissene Item die gleiche, den exakt gleichen Rabatt. So, halt immer den einen festen Wert. So, und was die Kassenkräfte gemacht haben, ist für jedes Item einzeln, also, oh, du kaufst hier was für 1,95, ja, da ziehe ich mal 30% von ab. Ah, du kaufst hier noch das zweite Teil für 3,50 €, da ziehe ich mal 30% von ab. Die haben das wirklich für jedes Teil einzeln gemacht. Für jedes beschissene Teil einzeln. Anstatt einfach einmal die Gesamtsumme einzutippen, das mit ihrer komischen Registrierkasse zu machen und dann davon einmal 30% runterzunehmen. Und diese Schlange an der Kasse war einfach beyond words, also nicht mehr in Worte zu fassen, wie lang diese Schlange war, weil die einfach so unfassbar bescheuert waren. Und ich habe dann noch irgendwie versucht, denen zu erklären, dass es so viel schneller gehen würde, aber das haben die einfach nicht. Also entweder wollten sie es nicht verstehen oder sie haben es einfach nicht verstanden. Also, nein, wir machen das jetzt so weiter. Ich so, okay, dann viel Spaß weiterhin mit unfassbar vielen pissigen Kunden, die zu Recht angepisst sind, weil sie total unnötig lange in der Schlange warten müssen, weil es so viel schneller gehen könnte, aber nicht mein Job. Schönen Tag noch, viel Spaß. Ich habe es nicht verstanden, ich verstehe es auch heute nicht. Das ist auch lustigerweise, war das jahrelang aus meinem Gehirn verschwunden, aber gerade bei der ganzen Diskussion über den Taschenrechner und irgendwie Kassenarbeitsplätze macht es so Kling und es war wieder da. Schon wirsch, was man für Erinnerungen so im hinterletzten Winkel seines Gehirns vergräbt und dann verbinden sich auf einmal zwei Synapsen und sagen so, Mensch, guck mal, ich habe diese total unnütze Information wiedergefunden. Hier, hab Spaß damit. Ah, unglaublich. So, ich habe jetzt erstmal Spaß mit was anderem. Ich habe mir nämlich vor der Aufnahme was zu essen gemacht, was inzwischen, glaube ich, vollkommen kalt ist, nachdem es jetzt eine halbe Stunde irgendwo steht. Aber ich kann trotzdem was zu essen vertragen. Und deswegen werde ich jetzt einfach diese Folge beenden. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zugucken. Ich weiß nicht, ob ich vor Weihnachten noch eine Folge hinkriege. Na, wobei, ja, Heiligabend ist Samstag. Ja, muss ich mal gucken. Irgendwie, ich bringe auf jeden Fall auch noch irgendwie ein Infovideo, wann ich denn irgendwann mal an den Feiertagen oder zwischen den Feiertagen live streame. Irgendwann werde ich live streamen. Ich muss nur, wie gesagt, das alles erstmal auseinanderklamüsern und alles da. Ich muss mir da mal einen vernünftigen Terminplan machen und sagen, okay, das und da, das dann, das da und das so. Und dann kann ich auch sagen, okay, cool, da habe ich Zeit für Stream, weil ich möchte dann auch gerne nicht nur so irgendwie 45 Minuten streamen, sondern dann eben schon mal irgendwie sinnig mindestens 3, 4 Stunden eigentlich. Also, ne, weil sonst, ich finde das halt auch immer blöd, irgendwie Stream anzuschmeißen, dann irgendwie kurz was zu machen, sagen, ja, tschö, ich bin auch schon wieder weg. Das ist halt auch immer doof, finde ich. Von daher, ja, da wird es irgendwann, sobald ich irgendwann mal Infos habe, definitiv ein Ankündigungsvideo zu geben und dann gucken wir mal. Bis dahin, habt eine angenehme Zeit. Falls man sich nicht mehr irgendwie vorher sieht,
Habt schöne Feiertage, die exakt so verlaufen, wie ihr das gerne hättet. Egal, ob ihr das stressig oder entspannt haben wollt oder ganz alleine oder mit ganz vielen Leuten. Ich wünsche euch einfach, dass das so läuft, wie ihr möchtet. Und abgesehen davon hoffe ich, dass wir uns dann irgendwann gesund und munter wiedersehen. Bis dahin, macht es gut, haut rein und tschüss.